Wir haben ein neues Format, das heißt NPC Reactions, und zwar geht's um die flache Erde. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Unterhalten oder flach? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir haben heute ein wildes Thema, meine lieben Freunde, ja? Wir sind wieder drin, und zwar geht's um die flache Erde. An alle Flacherdler jetzt schon mal, Digga. Seid mir nicht böse, dass ich auch das letzte Mal auf ein Video reagiert habe, wo ich selber gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass... Ich habe immer das Gefühl, die Flacherdler fühlen sich extrem davon angegriffen, wenn jemand nicht glaubt, dass die Erde flach ist. Ich bin da relativ neutral eingestellt, was, wenn es darum geht, so... Jeder soll seine Meinung sagen, weißt du? Aber ich habe auch meine eigene persönliche Meinung und ich bin nicht überzeugt davon, dass die Erde flach ist, so, weißt du? Aber man weiß ja nie, Digga. Ich bin trotzdem so einer, wenn einer die Meinung hat, dass die Erde flach ist, ich höre zu. So wie bei dem Interview mit Keanu. Ich habe ihm Plattform gegeben, habe ihm zugehört, so. Weil ich das trotzdem interessant finde, weißt du? Ich liebe jeden, egal welche Meinung, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe. Das ist eine wichtige Sache, will ich hier vorab sagen. Und zwar, das soll ein NPC-Video sein. Wir haben ein neues Format, das heißt NPC-Reactions. Ich küsse eure Zirbeldrüse, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Peter. Agent Style von Jules. Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer Jules ist. Aber ich sehe, die ganzen Mainstream-NPCs haben drauf reagiert auf jeden Fall. Hier, Stay, Trimax... So, Revi. Und ich habe gedacht, es muss auch mal einen vernünftigen Aluhut-Schwurbler geben, der darauf reagiert und die Sache auch ernst nimmt. Ja? Ich liebe euch, wir gehen rein. Peter geht los, Digi. Und los. Der Beginn von allem. Der Urknall, der das Universum. Da sind wir schon, also da, weißt du, da bin ich schon, da ist, also ihr müsst auf jeden Fall bei der Reaction den Aluhut rausholen. Weil da bin ich schon einer, Urknall ist ja auch eine Theorie, das heißt ja die Urknalltheorie. Und es gibt auch einige Wissenschaftler, die sehr skeptisch sind, ob das Universum wirklich so entstanden ist. Also da bin ich wirklich nach den ersten 3 Sekunden schon mit Aluhut am Start und sag, ey Bro, Urknall ist auch nur eine Theorie, könnte auch anders gewesen sein. Als kleiner Einschub hier. Zum erschuf, so wie wir es heute kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht. Sterne sind entstanden in allen möglichen Formen und Materialien. Chemische Elemente haben sich gebildet. Die ersten Lebensformen haben unsere Erde betreten und von... Die ersten Lebensformen haben unsere Erde betreten, aha. Okay, und inwiefern sind daraus Menschen geworden? Durch Evolution? Das wäre nämlich noch eine andere Sache, wo ich dann auch mal die eine oder andere Frage hätte, mein Jutster. Circa 230 Millionen Jahren dominierten dann auf einmal Dinosaurier und flache Erde. Doch kam irgendwann ein mächtiger Komet und warf alle Dinos mitsamt ihren Familien von der Erde runter. Welche bis zu dem heutigen Tag durch... Übrigens, also das ist auch eine Theorie. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass die Dinosaurier auf der Erde waren und dann... Der große Meteorit, der nicht weit von hier in Yucatan eingeschlagen ist, dann eine dafür gesorgt hat, dass eine riesen Staubwolke entsteht und dass dadurch dann die Dinosaurier gestorben sind. Andere sagen, es geht um die Eiszeit. Manche Leute verknüpfen das miteinander und sagen, durch die Staubwolke ist eine Eiszeit entstanden und dann sind die Dinosaurier gestorben. Also wie gesagt, die Wissenschaft ist sich nicht hundertprozentig einig bei diesen ganzen Sachen. Und das ist eine Sache, die sehr, 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 sehr wichtig ist, weil diese NPCs oft dazu tendieren und sagen, ja, die Wissenschaft sagt aber Urknall. Aber wenn du in die Wissenschaft reingehst, dann siehst du sehr viele Wissenschaftler, die sagen Urknall-Theorie. Es gibt andere Wissenschaftler, die haben eine andere Theorie. Genauso mit den Dinosauriern und genauso auch mit der Evolutionstheorie. Da gibt es so viele Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler mit krassem Titel, die das selber hinterfragen. So, ne? Das ist nicht eindeutig. Die Menschheitsgeschichte, die Entstehung der Erde ist nicht eindeutig. Unsere Galaxie schwebt. Die fliegenden Dinosaurier sind das, was die Menschen heutzutage unsere Sterne nennen. Irgendwann entstanden dann die Homo Sapiens. Sie fingen an mit einfachen Werkzeugen, fanden dann aber wertvolle Materialien auf der Unterseite der Erde, mit denen sie sich immer weiterentwickeln konnten. Kriege sind aus... Was ist das für ein Video, Digi? Weil böse Menschen noch bösere Dinge tun wollten und so wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten zu verhindern. Über die nächsten Jahre formte und veränderte sich die Zivilisation. Kulturen entstanden, technisch anspruchsvollere Gebäude wurden errichtet, welche man an einem sonnigen Tag allesamt problemlos in einer Reihe auf unserer flachen Erde bewundern kann. Wait, the Earth is flat.
Okay, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Die Erde ist offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. It's not spherical. Ich lach mich tot, Freunde. Merkt ihr? Is in fact Mario shit. Sowas feiern die NPCs. Das ist krass, Digga. Das fühlen die voll ab, wa? Ich würde mir gerne mal die Reactions von diesen NPCs auch reinziehen, so. Die lachen sich bestimmt bei der Stelle tot, ne? Hahaha, cool. Become a Mario-Earther today. Die Erde ist ein Globus. Ein Fakt, den 99% der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch. Bro, das Ding ist bei der Sache, ne? Ich sag nicht, dass die Erde flach ist, aber ich will diese Skepsis hier mit reinbringen in die Reaction, weil, Bruder, wir haben zu einem den größten Teil, seitdem es Menschen gibt, ne, wenn du seitdem es Menschen gibt, bis heute nimmst, den größten Teil der Zeit, seitdem es uns gibt, dachten die Menschen, die Erde ist flach. Nur mal so, Digga. Als Hinweis so. Weil es so als selbstverständlich so, naja, Menschen wussten schon immer, dass die Erde rund ist und so. Stimmt nicht. Und die meisten Menschen heutzutage haben keine Ahnung von irgendwas, Bro. Wenn du guckst, wie viele Leute sich impfen lassen haben und einen Scheißdreck dafür interessiert haben, was die Impfung eigentlich bedeutet. Die meisten wussten nicht mal, dass es eine andere Art von Impfstoff ist. Also die meisten Menschen interessieren sich doch einen Scheißdreck für Dinge in der Welt. Wo die Menschen herkommen, wie der Mensch entstanden ist. Was für eine Form der Globus hat, auf dem wir... Globus, ich hab's selber gesagt. Aber was für eine Form das Ding hat, auf dem wir uns befinden. So, juckt doch niemanden. Die nehmen doch einfach nur das, was denen beigebracht wird. Egal in welcher Hinsicht. Zwischen all den... So. Zum Menschen auf unserer Erde gibt es ein paar Leute, die ein bisschen weitergehen und behaupten, die Erde sei flach. Nun... Ich liebe alle meine Flachis, Digga. Auch wenn ich kein Flachi bin, ich liebe euch trotzdem. Allein wegen eurer Skepsis und wegen dieses so, ist mir egal, ich sag, die ist flach einfach. Wäre jetzt ziemlich simpel, sich einfach über ein paar dumme Leute mit verrückten Theorien lustig zu machen. Denn hinter der Idee einer flachen Erde steckt deutlich mehr Historie als einfach nur ein paar moderne Menschen mit Aluhüten. Use kids to commit your crimes. Denn die Ungewissheit über die Form der Erde findet seinen Ursprung schon vor Tausenden von Jahren. Selbst in den Heiligen Schriften teilweise erwähnt, ne? Firmament und so, dies, das. Aber wie gesagt, die Wissenschaftler von bis Galileo oder Kopernikus dachten alle, Menschen, die deutlich intelligenter waren als ein Großteil der NPCs von heute, die den ganzen Tag auf TikTok rumscrollen, dass die Erde flach ist, Digga. So, das musst du ganz klar so sagen, wie es ist. Genommen im alten Griechenland. Eine Zeit, zu der Leute noch keine geschlossenen Toiletten hatten, sich also beim Geschäft erledigen, gegenseitig in die Augen starren mussten. Warum zeichnen wir uns nicht einfach auf irgendwelche alten Keramikvasen und lassen Menschen tausende Jahre später rätseln, was wir eigentlich damit sagen wollten? Hey, das ist mein Opa. Gib ihn her. Ach, fick dich, Schlampe. Okay, stell dir vor, du... Boah, Digga, lange kann ich mir das nicht geben, so diese TikTok-Brain-Vibes, so. Das ist viel zu viele Effekte und Bilder und Lustigmacherei, Trolling und so. Gar nicht mein Film. Ein antiker Grieche, machst eines Morgens deine Augen auf und plötzlich wie vom Blitz getroffen, kommt dir die Frage... Digga. Wo genau in diesem Universum bin ich eigentlich? Okay, anscheinend irgendwo in Griechenland, denn alle haben so coole, lange und graue Bärte, bauen Statuen von sich selber und... Das ist krass, das musst du dir mal geben, Digga. Das ist vor einem Tag hochgeladen worden. 23.3., Digga, vor zwei Tagen. 1,2 Millionen Klicks, Digga. Also das ist so der Content, der so gefühlt wird heutzutage im NPC-Bereich. Unfassbar coole Namen, die alle auf Totales enden. Aber worauf genau stehe ich? Auf Bilder! Einem Würfel? Einem riesigen Elefanten? Gibt es auf dieser Welt überhaupt ein Ende? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eine Sache ist klar. Wenn ich in den Horizont gucke, dann sehe ich nichts außer flach. Mann, Leon, lach doch mal. Ich find's halt wirklich, sorry, ich find das nicht, ich mach jetzt nicht hier auf hart, ne? Jetzt ohne Scheiß, Digga. Ich find das nicht lustig, Bro. Mach mir ein Video von Asitoni an oder von fucking Playboy 51 von damals. Habt ihr gesehen letztes Mal? Ich lieg dann fast auf dem Boden. Ich piss mich weg. That shit is not funny for me, bro. Okay, ich hab... Sorry. ...gesehen, die Erde ist wahrscheinlich flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist... Weiß nicht, Digga. Wer von euch findet es lustig? Macht mal eins in den Chat.
Wer von euch hat sich jetzt schon einmal totgelacht hier im Video? Aufgrund des Videos. Christus. Keine Ahnung. Fick dich. Es war der Mann, dem es zu schulden ist, dass man heute in der Schule irgendwelche Formeln auswendig lernen muss. Pythagoras von Samos. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Er sprach zu den Menschen, wenn der Mond rund ist, dann sind... Wenn der Mond in dein Ghetto kracht, Vejo. Auch rund. Nein, also die Form der Erde ist auch rund. Außerdem, was ist mit der Mondfinsternis? Ein sich langsam bewegender, runder Schatten? Man sieht unterschiedlich viele Sterne. Wer von euch glaubt, dass die Erde flach ist, Digga? Eins in den Chat. Von verschiedenen Orten auf unserer Erde? Leute, ich glaube, unsere Erde ist rund. Und das klang für die anderen auch ziemlich plausibel und ab. Tschüss. War die Erde auf einmal rund. Doch kann man das auch wirklich beweisen? Fragte ein zweifelnder Grieche aus einer hinteren Ecke heraus und fing wütend an, mit Stein zu werfen. Ja, sagte ein Mann, der 250 Jahre später geboren wurde und einen genauso schönen Bart bekam wie die anderen auch. Sein Name war... Digga, der hätte das Video auch mal ein bisschen normal machen können, ja? Ich küsse doch dein Herz, Bro. Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass wenn man einen einfachen Holzstock irgendwo in der Nähe einer Stadt in Südägypten um genau 12 Uhr in den Boden steckt, dieser Stock keinen Schatten wirft. Weil ihm wahrscheinlich sehr langweilig war, wollte er herausfinden, ob genau dies in einer sehr viel weiter nördlichen Stadt um 12 Uhr auch der Fall war. Doch aus irgendeinem Grund warf dieser Stock dort einen Schatten von ungefähr 7 Grad. Sind das die Schattengötter unserer übersexualisierten... Oh, shit, Bruder. Mythologie. Reicht mit dem Video. Ich komme auch drin vor, habe ich gehört. Stimmt das? Oder ist das vielleicht Wissenschaft? Wahrscheinlich Zweiteres, denn wenn die Sonnenstrahlen... Ich glaube, das Leben ist eine Simulation. Ich küsse dein Herz, Bro. Das ist gerade interessanter als das, was der da erzählt. ...parallel auf die Erde scheinen, aber zur gleichen Zeit an... Am Ende irgendwo... Orten unterschiedliche Schatten anzeigen, kann die Erde logischerweise nicht flach sein. So. Meinst du mit flach zweidimensional oder eine dreidimensionale Scheibe? Bro, ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens mit einem, der auch hier aus Deutschland in Tulum ist, mit seiner Familie und so, habe ich auch darüber diskutiert. Der war auch Flachi. Und ja, Digga, ich weiß ja nicht, jeder Flachi denkt ein bisschen anders, habe ich das Gefühl so. Weißt du? Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich weiß halt nicht, Bruder. Ich sag immer, also für mich persönlich ist so, der Mond ist doch rund. Ich sehe den Mond in rund. Und ich sehe auch die Sonne in rund. Und dann sagen die, ja, aber du siehst doch nur zwei Dimmen. Du kannst ja nur drauf gucken so. Aber wenn ich nur drauf, dann steht das dann oder was? Wenn es flach wäre, dann würde es ja dann stehen so. So stehen, damit ich das so in 2D dann rund sehe. Wenn es doch so flach wäre, dann würde ich ja nur die Kante sehen eigentlich. Das ist so dumm, weißt du, also so wie ich denke. So. Ich denke so, hey, das macht für mich mehr Sinn, dass die Erde rund ist, so. Persönlich gesehen. So. Dann ist sie eine runde und dicke Kugel. Und spätestens seitdem war die runde Erde ein Fakt, den die nächsten... Ja, okay, Digga, keine Ahnung, Bro. ...tausende kein einziger Mensch mehr hinterfragen sollte. Wobei... Aber Mond und Sonne sind nicht dasselbe wie die Erde. Warum denkt man, die Erde muss dann auch rund sein? Man macht halt... Ja. Weiß ich nicht, warum man das denkt, aber das macht halt Sinn irgendwie. ...dazu erwähnen muss, dass es ab und zu natürlich noch ein paar Ausreißer-Kollegen gab. Denn dieser Franzose aus dem 16. Jahrhundert meinte, dass die Welt laut seinen Berechnungen genau so aussehen würde. Moment, die Karte ist nahezu perfekt. Lass mich nur noch eine kleine Änderung... Okay, I admit, I did some human trafficking, but I only trafficked French people, so that's givable. Ein Hawaiianer, der... Bruder. ...fach ein paar Kontinente dazu... Leon, ich hab dich gefunden. Wo? ...dichtet hat, weil wieso auch nicht. Ich meine, was ist das überhaupt für eine Karte? Wo ist Frankfurt am Main? Wir haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Ein Doktor aus dem 19. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kuhle und Engel würden an jeder Ecke auf uns... Digga, das ist so ein anstrengendes, schwieriges Video, meine lieben Freunde. Also ich hätte jetzt fast dazu tendiert, das fertig zu gucken, aber... Das macht einfach keinen Sinn, Digga. Würde ich sagen, oder, Freunde? Mach mal eins in den Chat, wenn wir weitergucken sollen. Oder zwei, wenn ich skippen soll, da wo ich vorkomme und dann einfach aussteigen soll aus dem Video. 37:14. Echt jetzt? Safe? Bisschen Vorlauf, Digi.
think I'm coming out of the flat earth closet. Digga, Logan Paul fühle ich gar nicht. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Oder? Bruder, du bist so ein Idiot, ne? Ich sag dir ehrlich, Bruder. Dass der Typ überhaupt noch im Mainstream stattfinden kann nach so einer Aktion, brav. Die ab und zu mal in den Raum werfen, dass die Erde möglicherweise doch flach sei. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Shaquille Majuster. Oh shit, Bruder, einfach mit Shaquille O'Neal und fucking hier mit den Legends, Alter, in einem Dings erwähnt, in einem Kontext hier. Wie heißt der Rechte nochmal, Digga? Ich küsse dein Herz. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Unterhalten oder flach? Being flat, right? Was it? Der hat gerade aufgezählt, so was wir alles reden. Pyramiden, dies, das. Ist die Erde rund? Ist die Erde flach? Ich direkt zwischendrin. Rund oder flach? Ich wollte es wissen, Bruder. Oder flach? Weder noch. Unterhalten. Oder flach? Weder noch. Oder Xavier Naidu. Das war's schon, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Hast du mich verlinkt, ja, Maniac? Natürlich nicht, Bro. Keanu ist auch nicht verlinkt, wa? Flache Erde-Propaganda seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und seitdem auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Jetzt macht er sich darüber lustig, dass Xavier geweint hat, weil er mitbekommen hat, dass Kinder human getrafficked werden in New York in den Tunnels, Digga. Ey, ist euch eigentlich bewusst, dass Handel mit Kindern mittlerweile den Drogenmarkt und andere Märkte überstiegen hat, von was für Geld da gemacht wird? Ja, Maniacs, ich schwör's dir, Alter. Es ist so krank, dass man sich über sowas überhaupt lustig machen kann. Das ist, da frage ich mich echt so, wo ist dein Herz, Digga? Wo ist deine Menschlichkeit, Bro? Wenn du dann noch diese ganze Epstein-Scheiße mitbekommst und so, und dass Epstein nur einer ist, der aufgeflogen ist und dass es wahrscheinlich so viele verfickte Motherfucker da draußen gibt, die auch mit Regierungen zusammenarbeiten, mit Präsidenten, mit Stars und so und einfach Kinder vergewaltigen und Kinder trafficken von Ländern. Bro, das ist einfach krank. Dann gibt es noch die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Alles ist eine Lüge. Nur sie allein verfügen über Geheimwissen, zu welchem die anderen keinen Zugriff haben. Fake evolution, your research in vaccines, your research in the occult and blood sacrifice and adrenochrome. In 99% der Fälle glauben Flat Earther auch daran, dass die Mondlandung gefaked war. Die Mondlandung war gefaked, safe. 90% der Amis denken so. Wow, Neil Armstrong. Hey, Moment mal, sollten Sie nicht auf dem Mond sein? Die laber mich nicht voll, Digga. Flacherdler denkt es. Ich küsse dein Herz. Und die meisten Leute, die an diese Sachen glauben, also wenn du über Corona redest, Mann, wenn du über NASA redest teilweise, NASA und flache Erde, das sind so Verschwörungen, die kann halt keiner richtig beweisen. So, das sind so für mich persönlich auch so witzige Verschwörungen, an die ich teilweise glaube, flache Erde nicht, aber dieses NASA-Ding kaufe ich einfach nicht ab, Bro. Die haben uns angelogen, meiner Meinung nach. Die haben den Scheiß im Studio gefilmt. Fett Shows. Und das aber kann ich nicht beweisen. Die anderen Sachen kannst du halt belegen. Wenn du Kennedy-Mord reinziehst, wenn du guckst, was in der Corona-Pandemie passiert ist, wenn du generell einfach mal reinsteigst, was die Regierungen alles schon verzapft haben, Iran-Contra-Affäre, Dicker. Da gibt es so viele Sachen, die eigentlich erst Verschwörungstheorie waren, aber dann wahr geworden sind. 9-11, Bro. So viele komische Sachen, die dabei aufgetaucht sind, so 2 Flugzeuge, 3 Gebäude. Da gibt es so viele Sachen, die auch wahr geworden sind, weißt du? Und man versucht halt, die Menschen, die irgendwie nur annähernd daran glauben, dass die Regierungen teilweise involviert sind in krassen Verschwörungen, Digga, dahin zu stellen, als ob das so irgendwelche Flacherdler sind, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, so. Ist dumm. Gesund, rohes Fleisch zu essen. Just like that. It's very delicious. Ein Video darüber, dass die Dinos nicht existiert haben. Do you know they made up dinosaurs? What do you all think of the dinosaurs? Nazi propaganda. Die Evolutionstheorie ist fake. Hitler lebt hinter der riesigen Eismauer. A place called New Berlin, Antarctica. Australien existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. How's it going, mate? Einer meint es... Die Dinger sind crazy. Keine Wälder auf dieser Erde geben. Bro, what the fuck? Ich meine, es sind Bäume. There are no forests on Earth. Dann nehmen die halt wieder diese ganz krassen, Digga.
Eine flache Erde, die auf einer riesigen Weltenschildkröte platziert ist, taucht auch regelmäßig auf, wird aber schon seit hunderten Jahren verschiedenen Mythologien zugeordnet und ist dementsprechend leider genauso real wie Pegasus, das fliegende Pferd, das ein Bro, wer hat die Pyramiden gebaut? Ich küsse dein Herz, was geht jetzt hier ab? Löser Mann unsere Welt hält oder der supermächtige Zeus, der von oben Blitze auf die Menschen wirft. Is there any Tschüss. That you don't think was an inside job? That's a tough one, you know. The Jews are in fucking they freaking control all the of everything. I mean, if okay, 9/11, back to that. Eine verdächtige Überschneidung mit der Furry-Community, der Glaube an eine hohle und leere Erde und ganz viele andere Sachen, an die Flacherdler noch so glauben. Everybody has their own sun. What do you mean? Literally. What do you mean literally? Literally everybody has their own sun. It's not like a burning ball of gas or any of that bullshit. What is it? What is the sun then? It's cold. Sun is cold. Und ich meine, mir ist klar, dass sie wieder so eine verrückten Leute einblenden. Ja, ich küsse doch dein Herz, Bro. Die holen halt echt teilweise Leute raus. Die sollen mal ein paar Talks von Alex Jones rausholen. So, der hat krasse Rants und der hat auch ganz viele Dinge schon vorhergesagt. Die sollen mal die Videos auspacken, die er in Bohemian Grove aufgenommen hat zum Beispiel. Die sollen die mal da reinpacken. Oder die sollen mal von Ryan Garcia, übrigens Free Ryan, Digga, ich küsse dein Herz, Bruder, bester Mann. Ich bin hinter Ryan auf jeden Fall. Ich glaube ihm. So, ich habe mir jetzt ein Interview von den Nelk Boys und dem reingezogen. Ich glaube dem. Oder die sollen mal Talks von Andrew rausholen und Andrew Tate. Richtige Podcasts so. Oder die sollen mal Talks von fucking... Es gibt so viele Leute, die sich vernünftig artikulieren können. Daniele Ganser, deutschsprachiger Raum. Ken Jebsen. So, blend mal die Jungs innen ein. Kritik ist ja irgendwo nachvollziehbar. Es gab zahlreiche Verschwörungstheorien, die sich später in der Geschichte als wahr herausgestellt haben. Wie zum Beispiel dem Fakt, dass Tauben eigentlich nur mit Mikrofonen ausgestattete Drohnen der Regierung sind, die uns ausspionieren. Dann gibt es noch die Flat Earth Oberhäupter, die gerissenste Gruppe von allen. I was wondering, how high do you think the dome is? How old are you? 12. Good for you. Bester Mann, Digga. Sieht die gefühlt 5 gleichen Gesichter in jeder Doku oder Reportage, die über... Die sollen sich mal fragen, warum Assange immer noch im Knast ist. ...Dörfer gedreht wird. Ganz vorne da... Mann, wer glaubt, dass es keine Verschwörungen gibt, der ist dumm. Das muss ich ganz klar so sagen, wie es ist. Diese Leute tun so echt, die tun echt so, als ob es noch nie... Wurde Ryan eingebuchtet? Nein, Bruder, ich sag Free Ryan, weil die Leute auf dem rumhacken und den hinstellen wollen, als ob der verrückt ist und so wie mit Kanye West damals, Mann. Deswegen sage ich Free. Die tun so, als ob es nie Verschwörungen gab auf der Erde. Als ob sich noch nie Regierungen zusammengetan haben oder Regierungsapparate oder Geheimorganisationen beziehungsweise auch, wie heißen die, CIA etc., PP, Mossad und so, als ob die noch nie irgendwas gemacht haben hinter dem Rücken der Bevölkerung. So. Als ob die noch nie irgendwas sich zusammengetan haben und irgendwas durchgezogen haben, von dem wir nicht mitbekommen haben. Wo dann hier und da mal was geleakt wurde, so, weißt du? Digi. Ein Mark Sargent. You're one of the biggest dick swingers in the flat earth game. This is the dumbest shit I've ever heard in my life. Yeah. And your whole life is a lie. Well, I've heard that before. Leute wollen Fotos mit ihm machen. Er kriegt plötzlich enorme Aufmerksamkeit, kann plötzlich von der Flat Earth Community leben und Leute behandeln ihn wie ein Star. We're kind of the like father of this movement. How would you? Don't do that. Diese Handvoll an Personen, die man regelmäßig in Interviews sieht, könnte man mit einer Kanone. Okay, reicht, Digga, oder? Reicht, Freunde, oder weiter drin bleiben? ...ins All schießen und sie würden immer noch behaupten, die Erde sei flach, weil sie tief drinnen eh schon lange wissen, dass sie falsch liegen, aber trotzdem weitermachen. Mark, do you really believe this stuff? Tell me the truth. I'm serious. I absolutely 100% believe we are not on a globe. We are part of a giant studio set. All the world's a stage and you're on it. Wie heißt der Film? Wie heißt der Film nochmal?
Fuck, Alter, wie heißt der Film? Truman Show. You really believe this stuff? Denn wenn sie diese Lüge nicht weiter... Okay, ich küsse dein Herz, wir gehen raus. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Normal gebe ich immer einen Daumen nach oben, aber bei dem Ding weiß ich nicht, Digga. Fühle ich gerade eher weniger, da einen Daumen nach oben zu geben. Ich küsse trotzdem seine Zirbeldrüse. Es war sehr, sehr anstrengend. Es ist auch immer wieder schockierend für mich, wenn ich in solche Videos reinschalte, zu sehen, was die aktuelle Jugend und was die Leute auf YouTube so feiern. Wie ich eben gesagt habe, das Video hat fucking 1,2 Millionen Views in einem Tag gemacht. 138.000 Daumen nach oben so. Ich frag mich, was ist an dem Video entertaining? Was ist daran lustig? Was? Also I don't get it, bro. I don't get it, wirklich. Ich check's nicht. Das ist, ja, Unterhaltung. Das ist wirklich wortwörtlich Unterhaltung. Um Leute unten zu halten. Ich küsse dein Herz, lass einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, wir sehen uns im nächsten Video. Eure Gedanken natürlich unten in die Kommentare. Bis dahin. Peace out.